Ja, hoppala, Freunde, jetzt habt's mich erwischt. Hier ist euer Mann, richtig. Hier ist der Mann der guten Laune. Und hier steht's, wenn du ein Problem hast. So, das bin ich, Freunde. Und ja, was ich sagen möchte ist, wir befinden uns nicht irgendwo, nein, wir befinden uns nicht im Dschungel. Freunde, das hier ist nicht der Dschungel. Nein, wir sind in Bieselsberg im Wald Richtung Bad Liebenzell. Da ist es im Winter, ja, Freunde, wie wohl in jedem Wald, ziemlich finster und tierisch kalt. Freunde, so, was ich euch zeigen möchte, ist, wir haben das einzigartige Super Multikulti Superlative, die Nummer 1, nämlich eine Kneipp-Zapfanlage im Walde. So, und ich zeige es euch mal, hier steht's nämlich. Oho, da steht's. So, und da gehen wir jetzt hin, da nehme ich euch mit. Das wird dann wieder so eine Art, ein mega Knüller-Brüller-Hit. So, hoppala. Ja, Freunde, was kann es eigentlich Schöneres geben, als ja, in der Natur Sachen zu erleben? So, Freunde, ich zeige euch dann noch mal gleich hier so den nächsten Brüller-Knüller-Hit. Jesus Gott, das darf nicht wahr sein. Das darf wirklich nicht wahr sein, Freunde. Ja, der Kameramann schüttelt den Kopf, grinst eigentlich auch schon. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß nicht, vielleicht hat das wohl einer nach dem ein bisschen ja, gesprittet hat oder in geselliger Runde zusammengesessen ist. Vielleicht ist es aber auch nur eine Schnapsidee oder... Alter, für mich hat es keine Wirkung. Freunde, seht einfach selbst, wir lösen es auf. Oho, Ladies and Gentlemen, hier kommt der Beweis, dass man das eigentlich hier gar nicht braucht. Achtung, ich zeige euch das mal. Ihr seht, völlig harmlos, eine Schranke. Und dann seht ihr mal den Weg. Alter, ich komme hier. Hier, Achtung, da ist die Schranke, ich komme hier locker mit dem Auto vorbei. Dann frage ich mich, für was gibt es denn an hier eine Schranke? Ja, also gehen würde sie. Tja, das fragen wir uns, das weiß wahrscheinlich derjenige auch nicht mehr, der die Schranke aufgestellt hat. So, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Hier in der geselligen Runde. Mal gucken. Ich melde mich bis dahin wieder, wenn ich dann euch Bieselsbergs einzigartige Kneipp-Bier-Zapfanlage, wie auch immer, präsentieren werde. Bis dahin sage ich piep, piep, piep. Ich hab euch mega lieb. Tschüss und ciao.